Hallo und willkommen zum neuen Weekly Vlog. Hier war ich unterwegs als Fotograf. Dazu findet ihr ein Video auf diesem Kanal. Ein kleines Update für den Weekly Vlog. Ich war Geschenke holen. Wenn man schon mal in Mühlhausen ist, dann muss man auch Pflaumenmus holen. Aber ich düse jetzt zurück zur Fahrradstrecke, denn gleich ist die nächste Durchfahrt und dann heißt es wieder filmen und Bilder machen. Da ist die Freundin, wir sind in Erfurt und wir testen jetzt Vinade, alkoholfrei, weiß und spritzig, voller Biogenuss, null Alkohol. Ich bin gespannt. Riecht ein bisschen wie Wein. Macht mir Angst. Prost. Na? Du hast schon wieder nicht hin. Warte. Mal nicht in die Kamera gucken. Ja, das schmeckt nicht doll nach Wein. Sehr bekömmlich, bisschen zitronig. Dein Fazit. Lecker. Ich glaube, das soll so ein bisschen so eine Art trockene Weißweinschorle sein. Interessant. Wir sind angekommen. Du schaffst das. Hallo ihr Ziegen, irgendwo habt ihr ein Loch gebaut, das soll so nicht sein. Irgendwo büchst ihr gerade aus. Hallo Schaf, da ist irgendwo ein Loch im Zaun, würde ich mal sagen. Ich weiß, ihr wollt da rein, aber wo seid ihr hergekommen? Hey Uwe! Volksfeststimmung auf dem Weg zum Schienenersatzverkehr. Das ist so geil. Dort hinten gibt's Bananen. Ich bin endlich in Erfurt angekommen, nach 3 Stunden Höllenritt. Das war jetzt Verspätung, nach Umstieg, nach Bus und es war nur Chaos. Aber ich hab's geschafft, ich bin da.
Heute ist Donnerstag, ich bin bei der Freundin und die schneidet gerade ein Video für den Outdoor-Kanal, auf das ich sehr gespannt bin. Es geht darum, dass es einen neuen Upload-Plan geben wird. Könnt das Video übrigens mittlerweile schon sehen auf dem Outdoor-Kanal, denn heute ist Sonntag und es ging am Freitag online. Nun schauen wir der Freundin bei der Arbeit zu. Oh. Macht ihr das Material zu schaffen? Ja! Wenn das so weitergeht, nehme ich das nochmal selber auf. Gerne. Hey Uwe. Blautz.